Es sind wieder ein paar ziemlich interessante Düfte angekündigt worden und immer wenn das passiert, kann ich meine Finger nicht stillhalten und möchte dir sofort davon erzählen. Deswegen möchte ich dir heute die aktuell neuesten Düfte auf dem Parfummarkt, die rauskommen werden bzw. gerade rausgekommen sind, vorstellen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und wir haben heute wirklich einige sehr coole Häuser im Video, angefangen von Creed, aus der Replika-Reihe einiges, Tom Ford, von Halloween Man, aber natürlich auch von Parfums de Mali und Paco Rabanne. Und ich glaube, dass die Namen jetzt schon relativ viel für sich sprechen und viele von euch auch dementsprechend nervös sind, was denn da rauskommen wird, gerade von Creed, von Tom Ford und so. Ich möchte jetzt aber erstmal anfangen mit dem ersten Duft, der aus dem Hause Paco Rabanne kommt, der mich ehrlicherweise wirklich überrascht hat. Der Paco Rabanne Phantom ist ja damals rausgekommen, ich glaube schon vor ein, zwei Jahren, und fand ihn eigentlich ganz gut. Er ist ganz nett, er ist ein bisschen Rhabarber, fruchtig, stark synthetisch, sehr stark ausstrahlend. Ich finde ihn okay. Also wenn man ihn wirklich vorsichtig dosiert, finde ich ihn echt okay. Ich plaudere jetzt aber, glaube ich, keine Geheimnisse aus, wenn ich sage, dass das nun wirklich kein One Million ist oder auch kein Invictus oder sowas. Und ich glaube, die Erwartungen hier einfach höher waren, auch von Paco Rabanne selber, und der sich einfach nicht so gut verkauft, einfach nicht an diese Erfolge der vorherigen Düfte rankommen kann. Und ich habe mich schon gefragt, wann sie endlich das Parfum rausbringen, weil wenn das passiert, muss man einfach sagen, dass Paco Rabanne dann sehr schnell handelt und einfach den nächsten rausballert, weil sie einfach die Zahlen haben wollen. Jetzt ist es so, dass die ersten Rezensionen von ihm schon da sind und für mich klingt es tatsächlich eigentlich nur so, als dass sie den einfach ein bisschen minimal modifiziert haben und das dann als Parfum rausgeknallt haben. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das nicht so ganz verstehe, weil die DNA ist halt wirklich nicht massentauglich. Nett, ne? Aber nicht massentauglich. Warum sie das so machen? Also wenn eine DNA halt floppt, dann macht man das wie bei Chanel Egoist zum Beispiel, dass der Originale offensichtlich gefloppt war, damals, muss man ja so sagen, dass sie halt dann das Egoist Platinum, der riecht ganz anders, nichts mit dem Originalen zu tun, dass man das eigentlich genau so macht. Da weiß ich ehrlicherweise nicht, warum sie das, keine Ahnung. Aber wenn er reinkommt, werde ich auf jeden Fall im Video mal drüber sprechen, was ich von ihm halte. Der nächste, das ist ein ziemlich spannender Duft, das ist auch derjenige, der mich vielleicht im Video heute am meisten begeistert. Das ist nämlich der Altair aus dem Hause Parfums de Mali. Und Altair wurde jetzt vor kurzem angekündigt, hat ein ziemlich komisches Flakon, so einen braunen Ton, irgendwie so ein bisschen erdig, finde ich nicht so schön, aber er klingt eigentlich ziemlich spannend. Wenn man sich jetzt schon anschaut, in welche Richtung der Duft gehen soll, dann soll er in sehr starke Vanille-Richtung gehen und soll sehr starke Parallelen haben zu auf der einen Seite dem Nishane 100 Silent Ways und auf der anderen Seite zum Killian Love Don't Be Shy. Also eher in so eine, ich sag's mal, unisex-feminine Vanille-Richtung gehen, die sicherlich sehr massentauglich sein wird. Und ich glaube, man kann dann am Ende wahrscheinlich sagen, das wird ein unisexer Vanilleduft sein, der massiv einfach alle Karten auf Massentauglichkeit setzt, sage ich mal. Und ich glaube, er wird schön massentauglich, easy to like. Aber wir sehen ja sowieso, dass gerade bei vielen Häusern aus der Nische der Trend sowieso zum Mainstream hingeht, dass es eigentlich auch Düfte von Paco Rabanne sein können. Also halb so schlimm, Alter, ihr kommt auf jeden Fall bald raus. Ich bin sehr gespannt und auf jeden Fall auch, wie das Flakon echt aussieht. Denn online sieht es bisher irgendwie, ich bin ehrlich, sieht halt nicht schön aus. Ja, die nächsten beiden Düfte, die kommen auf jeden Fall aus einem ebenfalls sehr spannenden Haus. Die kommen nämlich aus dem Hause Tom Ford mit dem Myrrhe Mystère und ebenfalls dem Café Rose, die beide 2023 rauskommen werden. Café Rose kennen ja eventuell einige von euch schon in der alten Variante von 2012 oder 2013, sowas um den Dreh. Kam damals raus als Unisex-Duft, ist gefloppt, kann man so sagen, wurde eingestellt irgendwann. Und jetzt kommt eine neue Variante raus, die extra an Damen vermarktet wird. Dazu muss man auch sagen, dass wir hier keinen Private-Line-Duft mehr haben, sondern einen Signature-Line-Duft. Das heißt, wir müssen ja erstmal keine Angst haben, dass er eingestellt wird, zumindest vorerst erstmal nicht. Café Rose, und ich glaube, nach wie vor wird es immer noch ein Unisex-Duft sein. Wenn man Rose und Kaffee mag, wird es vielleicht das Richtige sein. Und ihr wisst, ihr kennt mich, Rose und Kaffee, das sind eigentlich Duftnoten, mit denen man mich jagen kann. Von daher, ich glaube, das wird nicht meins sein, aber für all diejenigen, die genau das mögen, vielleicht auch Rose Oud mit ein bisschen Kaffee, Halloween Man X oder so, kann man mal testen auf jeden Fall. Mich wird er nicht abholen. Viel spannender finde ich den Myrrhe Mystère. Der soll drin haben Moschus, Myrrhe, Myrrhe Absolu, rauchige Noten, Sandelholz und Ultra Vanille. Ich denke mal, das wird irgendwie so ein Vanille-Tonka-Bohnen-Ding sein. Ich hoffe, sie gehen nicht wieder in so eine, ich sag mal, Kirchen-Weihrauch-Richtung irgendwie, wobei Myrrhe riecht nicht nach Weihrauch, ne? Könnte spannend werden, könnte sehr, sehr schön werden, gerade die Kombination aus so einem rauchigen, myrrhig, also Mysterio steckt ja schon drin, mysteriösen Vanilleduft irgendwie. Ich glaube, sie haben hier sehr viel Potenzial, falls sie das ausschöpfen, Chapeau, kreative Idee, kann man auf jeden Fall machen. Aber die Preis-Leistung wird natürlich wie immer irgendwie 50 ml, 230 Euro vielleicht noch teurer sein. Von daher Blindkaufkandidat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ziemlich spannend, den werde ich mir auf jeden Fall zulegen, als Probe mindestens. Der nächste Duft auf der Liste ist aber mindestens genauso spannend, das ist nämlich der Halloween Man Mystery. Und das kommt von einem ziemlich spannenden Parfümeur, nämlich von Nicolas Beaulieu, der auch schon ziemlich spannende Düfte gemacht hat, wie zum Beispiel den Halloween Man X, wie auch den Spice
Jean-Claude Infrared zusammen mit Jean-Christophe Hérault, aber auch Valentino Omo, Born in Roma, Invictus, verschiedenste Flanker. Also wirklich ein ziemlich spannender Parfümeur, der sich hier rangewagt hat. Und die sagen selber Lavendel, Haselnuss, Patchouli und schwarzer Pfeffer, Mandarine. Das klingt für mich eigentlich nach so einer Mischung aus einem fruchtig, würzig, nussigen Duft. Vielleicht geht das so ein bisschen in so eine Richtung von dem Stronger With You mit ein bisschen mehr Frucht mit drin, vielleicht auch mit ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob es wieder diese Kaffeenote aufgreifen. Auf jeden Fall, falls sie wieder im ähnlichen Preisspektrum sind wie bei dem originalen Halloween Man X, können sie hier eigentlich ziemlich viel richtig machen, denn ich glaube, dass der Halloween Man X, auch wenn der persönlich nicht mein Fall ist, viele abholt und vielleicht kann er das ebenfalls auch. Also bin ich mal ziemlich gespannt, wie der werden wird und ich hoffe auch, ich habe ihn schon online gesehen, dass ich ihn bald in die Hände bekomme, um ihn euch vorzustellen. Der nächste Duft ist einer, der mich auf jeden Fall abholen wird, auf den freue ich mich schon ziemlich. Das ist nämlich der Under the Stars aus der Maison Margiela Replika-Reihe. Wir haben hier in der Duftpyramide Black Pepper, Oud, Amber Leather und Labdanum drinstehen und das sind eigentlich Duftnoten, die ich alle mag. Gut Oud kommt immer so ein bisschen drauf an und ich glaube, dass wenn sie das schaffen, irgendwie so eine ledrige, leicht vanillige und sehr ambrierte Basis irgendwie schaffen und darauf so ein bisschen mit dieser Black Pepper Oud Basis irgendwie so ein bisschen so Sprinkles irgendwie drauf schaffen, dass wir hier einen ziemlich spannenden, hochwertigen Duft schaffen können, der typisch für die Reihe eigentlich immer ziemlich leicht ist, denn diese gesamten Replika-Düfte haben mal eins gemeinsam, denn sie sind relativ leicht und wenn sie das irgendwie schaffen, da reinzupacken, bin ich der erste Kunde auf der Liste. Muss wirklich sagen, auf den freue ich mich schon sehr und ebenfalls der letzte, den ich da vorgestellt habe, der On a Date, glaube ich, den habe ich auch schon mal gerochen, das war dieser Traubeduft, grandios, ich bin noch nicht dran gekommen, aber ebenfalls, also was die gerade raushauen, wirklich massiv, finde ich wirklich gut, extrem schöne Releases und bin da wirklich positiv angetan von. Die letzten beiden Düfte, ich habe mir das extra fürs Ende aufgehoben, das sind nämlich zwei neue Düfte aus dem Hause Creed, das ist nämlich der Creed Aventus Absolu und ebenfalls der Creed Carminia. Von dem Creed Aventus Absolu habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, verlinke ich dir hier oben einfach mal. Da wisst ihr schon einiges drüber, muss aber trotzdem sagen, dass wir noch einen weiteren Creed haben, der jetzt angekündigt wurde, nämlich der Carminia. In der Duftpyramide steht Safran, Rosa Pfeffer, Mairose, Violett, Kaschmirholz, Pfingstrose, Weihrauch, Myrrhe, Bernstein, Moschus. Für mich klingt das wie ein Damenduft, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Flakon sieht auch so ein bisschen so aus. Ist jetzt nicht schlimm, aber auf jeden Fall spannend, dass sie auch wieder jetzt da in die Richtung einen Duft raushauen. Viel spannender ist natürlich jetzt der Creed Aventus Absolu oder Absolu Aventus. Und da gibt es jetzt auch schon das erste Flakon. Und ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass das wirklich das finale Flakon sein soll, denn ich bin ganz ehrlich, ich finde es ziemlich hässlich. Aber gut, das soll ja kein Argument sein. Auf jeden Fall bewegt sich hier bei Creed auch einiges wieder zum Ende des Jahres hin. Ich glaube, die sollten irgendwann so im Oktober rauskommen, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Also noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber gut, 2 Monate geht auch schnell vorbei. Und ich war wirklich überrascht, gerade den Carminia zu sehen, dass sie auch wieder jetzt nach dem letzten Springflower Release, das haben sie ja neu gemacht, jetzt nochmal einen Damenduft raushauen. Was eigentlich ungewöhnlich ist, sie sind da eigentlich sehr langsam mit den Düften pro Jahr, maximal einen. Ist dieses Jahr irgendwie ein bisschen anders. Und freue mich dann auf jeden Fall darauf, euch von diesen Düften zu erzählen. Ja, das waren so aktuell die neuesten Düfte auf dem Markt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls sich einer von denen besonders interessiert. Und natürlich auch, falls du vielleicht schon einen davon gerochen hast. Phantom ist schon auf dem Markt. Aber auch der Halloween Man Mystery, die gibt es schon zu kaufen. Was du von denen denkst, danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.